So viel Rente ist steuerfrei. Regelmäßig erreichen mich in den Kommentaren unter meinen Videos Fragen hinsichtlich des Rentenfreibetrags. Oft lauten die wie folgt: Lieber Herr Rott, ich bin 2022 zum 1. Mai zum Beispiel in Rente gegangen. Wie berechne ich denn meinen lebenslang feststehenden Rentenfreibetrag? Kurz zur Erläuterung: Der Rentenfreibetrag ist ein fester Betrag. Wie der berechnet wird, dazu gleich. Der Rentenfreibetrag ist also ein fester Betrag, der ändert sich grundsätzlich nicht. Bis zu diesem Betrag ist Ihre Rente steuerfrei, sozusagen der steuerfreie Anteil Ihrer Rente. Wie wird der nun berechnet? Nehmen wir das Beispiel. Peter ging zum 1. Mai 2022 in Rente. Er erhielt für das Jahr 2022 16.000 Euro Rente, Bruttorente. Für diese 8 Monate, also von Mai bis Dezember. Die Rentenerhöhung, die er zum 1.7.2022 erhielt, lassen wir mal außen vor. Ich möchte das Beispiel nicht verkomplizieren. Wie viel Rentenerhöhung es zum 1.7.2022 bzw. auch 2023 gab, habe ich Ihnen in den Videos ja schon erläutert. Ich mache hier einfach mal 2.000 Euro Rente pro Monat. Es gibt keine Rentenerhöhung. In der Praxis, klar, gab es die, aber wie gesagt, ich möchte Ihnen hier zeigen, wie berechnen Sie Ihren Rentenfreibetrag. Es soll um die Systematik gehen. Peter ging zum 1. Mai 2022 in Rente. Er erhielt 2.000 Euro pro Monat Rente. Wie rechnen Sie nun Ihren lebenslang geltenden Rentenfreibetrag aus? Als allererstes müssen wir in Erfahrung bringen, wie hoch ist der steuerfreie Teil seiner Rente. Das machen Sie wie folgt. Gehen Sie ins Internet, geben Sie bei Google ein Einkommensteuergesetz, dann gibt es die Gesetze im Internet, ein Dienst vom Bundesamt für Justiz, also vom Bundesjustizministerium, kostenlos. Klicken Sie den Link an und die Renten stehen in § 22 Einkommensteuergesetz. Wenn Sie auf das Inhaltsverzeichnis gehen, sind dann die ganzen Paragraphen. Sie scrollen runter, klicken § 22 Arten der sonstigen Einkünfte. Das klicken Sie an, da sehen Sie dann direkt eine große Tabelle. Da steht dann schon Jahr des Rentenbeginns und der Besteuerungsanteil. In dieser Tabelle sehen Sie entsprechend, wie hoch der Besteuerungsanteil ist. Umgekehrt, die Differenz zu 100%, das ist der steuerfreie Anteil. Peter ging ja 2022 in Rente, das heißt, Jahr des Rentenbeginns ist 2022. Dementsprechend schauen wir in der Tabelle, Besteuerungsanteil in Prozent sind 82%. Das heißt, 82% seiner Rente werden besteuert oder umgekehrt 18% seiner Rente sind steuerfrei. Also gehen wir wieder zurück in unsere Berechnung. Wir wissen, Peter hat 2022 16.000 Euro Rente bekommen. Und wir schreiben es mal noch hin. Besteuerungsanteil sind 82%. Oder der steuerfreie Anteil sind 18%. Also 18% von 16.000 Euro sind 2.880 Euro. Diese 2.880 Euro ist der steuerfreie Anteil von Peter für diese Rente. Nun sagen Sie zu Recht, das ist doch unfair. Peter ging jetzt im Mai 2022 in Rente. Jetzt ist sein steuerfreier Anteil der Rente 2.880 Euro. Und der Dirk Rott hat da vorhin gesagt, ja, der steuerfreie Anteil wird ermittelt, festgeschrieben und gilt das Leben lang. Jetzt ist es ja unfair. Peter ging am 1. Mai in Rente. Wäre er am 1. Januar in Rente gegangen, wäre dieser Betrag ja viel höher. Das ist richtig. Und deswegen geht die Berechnung noch weiter. Denn diese Ungerechtigkeit möchte man nicht haben. Wie geht die Berechnung nun weiter? Nun, grundsätzlich kann man sagen, der Besteuerungsanteil wird in dem Jahr des ersten vollen Rentenbezugs festgeschrieben. Das heißt, das erste Jahr des vollen Rentenbezugs ist ja das Jahr 2023. So, da hat Peter erstmalig volle 12 Monate Rentenbezug. Bedeutet, um den lebenslang festgeschriebenen steuerfreien Betrag seiner Rente, den Rentenfreibetrag, zu ermitteln, bei Peter, müssen wir uns um das Jahr 2023 kümmern. Im Jahr 2023 bezieht Peter 12 mal die 2.000 Euro, sind 24.000 Euro.
In der Praxis ermitteln sie natürlich den tatsächlichen Rentenbezug. Das heißt, er hätte von Januar bis einschließlich Juni die 2000 Euro erhalten. Ab Juli erhält er die Rentenerhöhung, die ja jetzt beschlossen wurde. Und diese fließt natürlich im Erstjahr des vollen Rentenbezugs mit ein. Das heißt, er hätte 24.000 und etwas mehr Rente bezogen. Aber wir halten das Beispiel einfach. Peter kriegt hier jetzt der Einfachkeit halber 12 mal 2000 Euro sind 24.000 Euro. Und davon sind 18% steuerfrei. Das sind 4.320 Euro. Und diese 4.320 Euro, das ist der Rentenfreibetrag, der im Fall Peter lebenslang festgeschrieben wird. Den Betrag zieht er also künftig jedes Jahr von seiner Rente ab. Und das, was übrig bleibt, klar abzüglich Werbungskostenpauschale oder tatsächlich Werbungskosten, Kranken- und Pflegeversicherung und so weiter, das geht alles ab. Das fließt in sein zu versteuerndes Einkommen ein, was er dann gegebenenfalls versteuern muss. Das habe ich in anderen Videos ja bereits ausführlich erläutert. Abonnieren Sie gerne meinen Kanal, denn in einem meiner nächsten Videos erläutere ich diese Berechnung auch wieder unter Berücksichtigung der aktuellen Rentenerhöhung. Eine wichtige Sache in diesem Beispiel, Peter, habe ich da noch. Bitte beachten Sie, wir haben hier ja gesagt, steuerfreier Anteil 18%. Warum haben wir das gesagt? Nun schauen wir nochmal in die Tabelle im Gesetz. Peter ging 2022 in Rente und da waren es 82%. Würde er 2023 in Rente gehen, wäre der Besteuerungsanteil 83% oder der steuerfreie Anteil wäre nur noch 17%. Jetzt stellt sich ja die Frage, warum nehmen wir 18%? Wir gucken ja, das erste Jahr des vollen Rentenbezugs ist 2023, da wären es doch nur 17%. Nein, meine Damen und Herren, es geht nicht darum, wann Peter das erste Mal volle 12 Monate Rente bekommt, zumindest was die Ermittlung des Prozentsatzes angeht. Nein, Peter geht 2022 in Rente. Das heißt, im ersten Schritt nageln wir die 18% fest in dem Beispiel. Auch wenn Peter logischerweise, die meisten gehen ja nicht zum 1. Januar in Rente, sondern viele gehen ja erst zum 1. Februar, hier Peter zum 1. Mai, wann auch immer in Rente. Also egal wann, Hauptsache sie gehen im Jahr 2022 in Rente. Das darf auch der 1. Dezember sein, dann haben Sie Anspruch auf die 18% Steuerfreiheit hier. Und das erste Mal 12 Monate Rente hat Peter 2023. Aber trotzdem bleiben wir bei den 18%, das ist wichtig. Also Peter geht 2022 in Rente. Deswegen die 18%. Und die wenden wir auch auf das erste Jahr des vollen Rentenbezugs, also volle 12 Monate an, das Jahr 2023. Und deswegen 18% von 24.000 Euro macht 4.320 Euro. Und das ist im Fall, im Beispiel Peter, der lebenslang festgeschriebene Rentenfreibetrag. Würde Peter erst 2023 in Rente gehen, dann hätten wir natürlich die 17% aus der Tabelle. Würden die 17% auf die Rente, die er 2023 bezieht, anwenden, gehen wir auch davon aus, das wären keine volle 12 Monate. Und dann schauen wir, wie viel Rente bekommt Peter 2024, volle 12 Monate und da dann entsprechend die 17% und so weiter. Aber in diesem Beispiel, wie gesagt, Peter geht 2022 in Rente zum 1. Mai. 18% ist der steuerfreie Anteil und dementsprechend wird der im ersten Jahr des vollen Rentenbezugs, das ist das Jahr 2023, wo er volle 12 Monate Rente bezieht, angewandt. 18% hier von 24.000 Euro, 4.320 Euro, Rentenfreibetrag, die gehen immer ab. Immer. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ich konnte Ihnen hier wieder ein Stück weit Klarheit in dieses Steuerdunkel bringen. Ich weiß, das deutsche Steuersystem ist kompliziert, aber ich glaube, Sie als Abonnent meines Kanals sind da immer auf einem guten Weg. Wenn Sie Fragen haben, wie immer, ab unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis dahin, ciao, wir sehen uns im nächsten Video.